So, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich habe noch eine Birne im Mund, die sei also mehlig, sagt meine Frau. Deswegen esse ich diese Birne her. Aber es schmeckt trotzdem gut. Ja, ich habe ja schon ein paar Tage nichts mehr gesagt hier. Ja, es gibt ja so brillant Neues oder besonders Neues eigentlich nicht aus meinem Leben, politisch. Auch nicht so viel. Allerdings hat mich jemand gefragt, er habe da gelesen, Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht wollen eine neue Partei gründen. Dann habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich bin ja auch Mitglied in der Partei, wo er das gelesen habe. Ne? Das wusste derjenige nicht. Und auf solche Diskussionen habe ich keine Lust mehr. Die führe ich nicht mehr. Ne? Dann sage ich nein, danke. Wer sich auf irgendwelchen Schwachsinn einlässt, gedanklich, mit dem rede ich nicht mehr. Jetzt war derjenige beleidigt, emotional aufgewühlt und so. Aber es geht ja um was ganz anderes. Es gibt eine Idee, eben die linke Flanke, die die SPD und die Grünen eben freigelassen haben, zu füllen mit einer Art Sammelbewegung oder Vernetzung, die einen linken Charakter trägt. Das hat nichts mit einer Partei zu tun. Wir haben ausreichend Parteien. In Deutschland vielleicht auch zu viele Parteien, auch im Bundestag, in den Parlamenten müssen nicht unbedingt fünf, sechs oder sieben Parteien oder Fraktionen drin sitzen. Das erschwert auch die Regierungsbildung. Neulich hat einer gesagt, die Parteiendemokratie würde ihm stinken. Ach so, das war der OB Martin Kaufmann von Leonberg. Mit dem habe ich mich 2 Stunden neulich unterhalten, mit 14 anderen Personen zusammen. Er sei also da für was anderes, ja, wobei er ja selber auch Mitglied ist in einer Partei. Ne? Naja, ich habe dann aber nicht widersprochen. Also ich glaube schon, dass Parteien wichtig sind, aber die Macht der Parteien ist vielleicht manchmal zu groß. Deswegen bin ich auch Mitglied in einem Verein Mehr Demokratie, um auch Elemente der direkten Demokratie einbauen zu können in unser System. Abstimmungen auf Gemeindeebene haben wir den Bürgerentscheid. Auf Landesebene gibt es in Baden-Württemberg Volksentscheid und jetzt brauchen wir den noch auf Landkreisebene. Eine Art Bürgerentscheid, Bürgerbefragung, Quoten und also das muss noch alles mal ausgearbeitet werden. Das ist ja auch in der Phase, wo Unterschriften gesammelt werden und dann wird es dem Landtag vorgelegt. Der Landtag muss darüber beraten und gegebenenfalls beschließen. Ich glaube schon, dass die Grünen damit sich anfreunden können und die SPD vielleicht auch, aber wir haben ja eben hier diese komische Kretschmann-Koalition. Also die Aussicht, dass sowas tatsächlich beschlossen wird in Baden-Württemberg, ist nicht so groß. Also eine vertane Chance. Meine Partei ist ja im Landtag nicht vertreten, sondern im Bundestag und in weiteren anderen Parlamenten, aber nicht im Landtag von Baden-Württemberg. Das ist schade und deswegen ist auch dieses Polizeigesetz durchgegangen und in Bayern auch. In Bayern war da ein bisschen mehr Widerstand da und andere Bundesländer wollen das auch, die Überwachung. Und der Abbau von Grundrechten geht damit einher. Wir erleben ja natürlich täglich wieder diese Hetze auf allen Kanälen. Und ich habe da ja jetzt auch hier 99 Luftballons im Briefkasten gehabt. Ich habe auch gar nicht gewusst, was das eigentlich soll. Ich lese ja so kostenlose Werbeblätter eigentlich nicht. Und dann habe ich gesehen, von welcher Richtung das kommt, das lese ich nicht, das schmeiße ich weg. Das erhöht die Papierquote, die Papierverwertungsquote im Landkreis Böblingen. Ich bin der Abfallberater und wenn wir eine hohe Quote haben für ein Papier, dann gibt es hohe Erlöse, weil Papier ist ein Wertstoff, der an entsprechende Verwerter gemäß Verträgen übergeben wird und dann kriegen wir Geld dafür. Ne? Also deswegen diese Bildzeitung wandert bei mir in die Papier, sondern mit blauem Deckel übrigens. Und das erhöht die Quote, das lese ich nicht. Also ich möchte das gar nicht lesen. Ich selektiere sehr stark, was ich überhaupt noch lese. Im Internet bin ich unterwegs, Bücher lese ich auch nicht mehr, so habe ich keine Zeit. Für höchstens im Urlaub. Ne? Ich habe ja mal Carnegie gelesen vor 10 Jahren. Sorge dich nicht, lebe auf Deutsch. Das Original ist ja in Englisch ein gutes Buch und es gibt immer mal wieder Bücher. Ich lese auch Zeitschriften gelegentlich. Ich habe ja Vereinszeitschriften aufgrund meiner Mitgliedschaften, die Sie meiner Homepage entnehmen können. Da gibt es halt immer solche Zeitschriften und selbst das ist mühsam und zeitaufwendig im Zeitalter des Internets. Außerdem habe ich mal einen Leserbrief eingeschickt.
Ja gut, ich weiß nicht, ob ich das hier so öffentlich ausquatschen soll. Ich meine, ich bin ja auch Abonnent von dieser Zeitung. Ich hatte jedenfalls einen E-Mail-Kontakt mit dem Chefredakteur, mit dem neuen Chefredakteur. Der alte hieß er Kühnel, der war ganz gut, der war ausgewogen. Und der neue heißt ja Schlecht. Und da war es ja ein E-Mail-Kontakt, aber darüber möchte ich nicht öffentlich reden. Das Ergebnis war eben meine Veröffentlichung auf meiner Homepage und nicht in dieser Kreiszeitung. Die Journalisten streiken. Ne? Und es ist ja auch schade, wenn eben hier nicht richtig bezahlt wird, dass man dann erst streiken muss, bis eben die Kohle rüberwächst. Ne? Und von allein geben diejenigen, die die Kohle haben, eben nichts raus. Das ist logisch. Ne? Und ich habe vorhin auch noch mal mit jemand gestritten über Flüchtlinge und Obdachlose, und die Flüchtlinge würden angeblich alles bekommen. Und dann gibt es auch noch die Obdachlosen, die dann gar keine Wohnung haben und so. Die Wohnungsnot betrifft alle Menschen in Deutschland gleichermaßen. Also ich mache da keinen Unterschied, welche Hautfarbe derjenige hat. In der S-Bahn vorhin saßen mir Menschen gegenüber mit einer dunklen Hautfarbe. Die haben sich teilweise auf Französisch unterhalten. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich kann ja ein bisschen Französisch. Ich habe so die Herkunft ein bisschen mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass das kleine Mädchen, das war 2 oder 3 Jahre alt, in Deutschland geboren ist, und dann konnte ihn Deutsch besser als Französisch. Das ist auch richtig so. Über die Sprache kommt natürlich die Integration, aber es gibt auch Menschen, die hier nach dem Krieg hergekommen sind oder in den 60er Jahren, ne, aus der Türkei beispielsweise, die sich nie richtig integriert haben. Über 1 Million Türken, die jetzt wählen gerade, haben sich nie richtig integriert, wollten sich auch gar nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Ne? Integration ist ja nur ein Angebot. Ne? Und wenn ich Erdogan-Fan bin, dann möchte ich mich vielleicht gar nicht integrieren. So stufe ich das ein. Das ist eine Meinungsäußerung. Ne? Hier spreche ich jetzt eine Nation an. Und ich hoffe bloß, dass dieser Erdogan eben abgewählt wird jetzt. Ne? Das wäre nicht schlecht. Dann hätte die Türkei die Chance, wieder zu einer besseren demokratischen Grundordnung zurückzukehren, weil das ist eine Katastrophe, was er sich da erlaubt. Und erst durch die Tatsache, dass es wirtschaftlich langsam schlechter geht jetzt, werden die wieder wach, die Fans, die Erdogan-Fans. Also das darf nicht sein. Also heute hat einer gesagt, der Trump sei gar nicht so schlecht, er hält sich an seine Wahlversprechen. Er setzt genau das um, was er versprochen hat. Er habe Respekt vor diesem Trump. Ne? Das ist ja wunderbar. America first hat er versprochen, und genau das macht er. Seine Wähler haben das verlangt und das macht er. Ja, ein interessanter Standpunkt. Also das bedeutet aber andererseits, der Wähler hat es in der Hand, und der Wähler ist vielleicht dumm oder uninformiert oder ungebildet. Ja, das weiß ich tatsächlich. Ich weiß nicht, gar nicht so genau, wie es gemeint war. Ich habe da nicht so drauf geantwortet, weil ich will am Arbeitsplatz keine Parteipolitik machen. Das ist mir wichtig. Das wird mir manchmal unterstellt, das stimmt aber gar nicht. Und dann kommen auch manchmal so Sachen von außerhalb, wo es dann, mich kennen halt viele, und dann, ja, wo sind Sie her? Heute hört eine da von Herrenberg. Ich habe gesagt, ich komme vorbei, ne? Ich will Sie kennenlernen. Ne? Warum und so? Ne? Ich bin ja im Dienst gewesen. Ne? Also ich hatte Fragen gehabt zur Mülltrennung, und der Mülleimer war nicht geleert. Und ich gesagt, was denn lehren mit denen und den Voraussetzungen, und das muss er machen. Außerdem komme ich vorbei. Ich bin da sowieso im Juli in der Nähe vom Bahnhof. Nein, nein, wieso? Warum? Ja, warum? Ja, warum wohl? Ne? Dann plötzlich, ach, das ist, oh, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Oder wasch mir den Pelz, so heißt, glaube ich, das Sprichwort. Ne? Das ist ja halt auch in unserer Gesellschaft so, die Oberflächlichkeit, und dann hat man Angst, wenn es ans Eingemachte geht, und die Oberflächlichkeit zeigt sich auch in solchen ganz dummen Talkshows im ARD und ZDF vor allen Dingen, die ja schon total populistisch versifft sind. Ne? Also es gibt ja versifft, ne? Ich sage das jetzt hier nicht. Ne? Eigentlich soll man diesen Sprachgebrauch ja nicht pflegen. Ne? Das ist einfach eine Verrohung auch der Sprache, und die Typen, die da dummes Zeug daherreden. Ob man jetzt da einer Frau die Hand geben muss oder nicht. Also, ich meine, bei der Beschneidung der Knaben,
vom Bundesverfassungsgericht ist die Religionsfreiheit höher angesetzt worden als die Unversehrtheit eines Menschen. Also da brauche ich doch nicht darüber reden, ob ein Mann einer Frau die Hand gibt oder nicht. Was ist denn das für ein komischer Staat? Ne? Aber solche Politiker gibt, die das immer wieder aufrühren, immer wieder aufwälzen. Es gibt noch ein paar aufgeklärte Journalisten, die hier differenziert sich zu äußern, aber das kommt nicht an. Also das ist einfach wie soll ich sagen, flach alles, flach, flach. Das Leben ist flach geworden und ich habe ja nicht mehr so viele Jahre vor mir. Der reichste Mann von Weilerstadt ist ja gerade gestorben. Ich sag mal den Namen nicht, aber es stand in der Todesanzeige auch der Betriebsrat. Ne? Inzwischen gibt es da eben doch einen Betriebsrat. Das wollte ja der tolle Mann immer verhindern, aber ein gutes Projekt in Südamerika gefördert, über eine Stiftung immerhin. Also es gibt natürlich auch Unternehmer, steinreiche Unternehmer, die einen sozialen Hintergrund bewahren. Und Bosch, Robert Bosch, ist ja auch hier ganz in der Nähe, Mannheim, die Richtung, ein großes Hochhaus und entsprechende Forschungseinrichtung, war ja auch angeblich ein sozialer Arbeitgeber und so. Da ist schon ein bisschen was dran. Ne? Also, aber grundsätzlich. Das vertraut auch noch der Betriebsrat um den. Ja. Also ich habe nichts dagegen. Ich sehe vielleicht schon, dass dieser Mann vielleicht eine Lebensleistung vollzogen hat, vollbracht hat. Aber man muss natürlich seine Belegschaft auch anständig bezahlen, anständige Arbeitsbedingungen, Pausen und so weiter. Ne, es kann ja nicht sein, dass einer immer reicher wird und das Geld in Stiftungen reinsteckt oder in sonstige Werteaktien und die Belegschaft ist im Stress. Aber die Belegschaft lässt sich halt bieten. Das ist ja der Punkt. Man lässt sich's bieten. Und es ändert sich ja nur was auf dieser Welt, wenn man sich wehrt. Jetzt ist ja aber meine Birne zu Ende. 12 Minuten reichen auch aus. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Geregnet hat es ja jetzt. Da brauche ich nicht mehr hinfahren. Außerdem wird es langsam dunkel. Und das Auto ist kaputt. Aber ich fahre mit S-Bahn zurzeit. Aber das wird sich auch alles klären. Ihnen alles Gute, schönen Abend noch, viel Gesundheit und viel Spaß. Bis dann. Tschüss.